Viele Rückenschmerzpatienten kommen zu mir mit einem sehr schlechten Gewissen, weil sie denken, sie hätten Rückenschmerzen, weil sie einen schwachen Rücken haben. In all den Jahren, in denen ich als Therapeutin tätig bin, habe ich noch nie einen schwachen Rücken gesehen. Das Gegenteil ist der Fall. Zu viel Kraft und Druck lastet auf der Wirbelsäule. Daher ist in weiterer Folge die Beweglichkeit eingeschränkt. Dabei ist unsere Wirbelsäule nicht für Kraft gemacht, sondern in erster Linie für Beweglichkeit, was man an all diesen vielen Gelenken hier sieht. Die Hauptkomponenten sind Vorwärtsbeuge, Rückwärtsbeuge, Seitneigung und Drehung. Diese Komponenten werden viel zu selten im Alltag ausgeführt. Was passiert, wenn zu viel Kraft auf der Wirbelsäule lastet? Dann verkürzt diese Muskulatur, es kommt zu Druck und in weiterer Folge werden diese Bandscheiben zusammengedrückt und drücken auf den Nerv, was die Versorgung des Nerves quasi unmöglich macht. Dadurch kommt es zu Schmerzen. Hier in der Ordination sorge ich dafür, dass verkürzte Muskeln wieder entlastet werden, Blockaden deblockiert bzw. Faszien behandelt werden. Und wir sorgen dafür, dass die Muskeln, die für Kraft gemacht sind, ganz wichtig der Bauch, die Oberschenkel und die Arme, wieder gekräftigt werden, damit die Hauptbeweglichkeit, wofür die Wirbelsäule gemacht ist, wieder stattfinden kann.